Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Wie geht's euch da draußen? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf und gut gelaunt. Und wir sind hier immer noch in irgendeinem unbekannten Begiet und Begiet, genau. Ein Begiet, weil genau so rum spricht man das aus. In einem unbekannten Gebiet. Wir müssen nochmal runter zu dem Dings, aber wir müssen erst zurück. Okay, ich wusste jetzt nicht mehr genau, wo es geendet hatte. Wir müssen nochmal ganz zurück zur ultimativen Ultra Base. Wo bin ich denn da rausgekommen? Hier irgendwo? Naja, kriegen wir hin. Gestern musste leider ein Tag ein bisschen ausfallen hier, weil, war Ende Gelände. Ich hatte viel, viel Kram um die Ohren. Jetzt, wo bin ich denn hergekommen? Da irgendwo? Ich bin aus irgendeiner Höhle bin ich gekommen. Aber jetzt frag mich mal nicht wo. Ah, hier. Okay, frag mich doch, ich weiß es. So. Also so ein Portal wäre nicht schlecht, ne? Boah, guck mal, was hier alles rumliegt, ey. Richtig geiles Zeug. Richtig gutes Zeug. Komm ich hier raus? Wie komme ich hier raus? Ist ja überhaupt nichts, wo ich raus kann. Wollen wir uns verlaufen? Mal hier. Hier ist Iridium, Osmium. Hier ist alles am Start. Wo war denn das? Hier hinter. Okay, können wir hier ein Beacon setzen? Was kostet denn so ein Beacon? Beacon kostet, brauchen wir noch Titan und Silizium. Könnten wir hier finden. Wie Inventar voll. Ah, Mann. Titan und Silizium. Packen wir kurz Eisen raus. Zwei Stücke. Titan. Silizium. Dann bauen wir nämlich hier noch so ein Beacon. So. Welche Farbe kriegt das? Grün haben wir ja schon. Pink haben wir auch. Ah, komm, machen wir es rot. Machen wir es rot. Damit wir die Höhle noch ungefähr wiederfinden können. Ah, es ist aber auch jetzt nicht so weit weg, sehe ich gerade. Naja. Wir bringen es nach Hause. Der Chatzeken. Weil, nämlich, wir haben coole Mikrochips, wir haben coolen Kram, wir können Sachen noch ein bisschen forschen. Wir können Sachen einlagern. Wasser steigt. Wir sind bald bei 50 MTI. Ah, guck mal, da hinten haben wir Algen ohne Ende. Kann man auch noch holen. Die schönen neuen Atomkraftwerke. Die Samenstreuer mit den wunderschönen Samen. So, entschlüsseln wir mal. Ein großes Wohnmodul. Ajo, da haben wir gleich so ein Klötzchen, ne? Ein Schaukasten. Schaukasten ist natürlich, da könnten wir dann solche Sachen hier reinstellen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt noch 2 Iridium hätte. 8. Jetzt habe ich ja noch einen. Dann könnte ich einen Stab machen. Dann würden wir uns gleich so ein bisschen Platz sparen. Aber habe ich natürlich wieder mal nicht. Doch, da ist noch einer. Haha. So, sehr gut. Siegste. Da können wir nämlich hier ein bisschen sparen. Ganz viele Superlegierungen. Alles nein. Alles nein. Dann müssen wir schauen, ob wir. Und wie wir. Schwefel, das ist auch immer so eine Sache. Ich würde sagen, wir gehen direkt zurück. Moment, wir holen noch ein bisschen Wasser hier raus. Achso, und ich wollte mal Notfallsauerstoff noch machen. Brauchten wir, was brauchen wir dafür? Kobalt? Ja, ne? 2 Kobalt war, glaube ich, ein Sauerstoff. Wie das hier schon gestiegen ist jetzt, hä? Gehen natürlich einiges an Ressourcen flöten. Wir machen uns mal so ein bisschen Notfallsauerstoff, weil mir das dann doch ein bisschen am Herzen liegt.
Hoppala, so, Sauerstoff, Sauerstoff. So, haben wir auch zwei Stück. Wasser könnten wir hier oben hinpacken. Oder hier hin. So. Water haben wir da. Ah, Moment. Jetzt, wenn wir eh so lange unterwegs sind, immer. Brauchen Pilze, Pilze, Pilze. Bohnen, Kürbis, Aubergine. So, pflanzen wir direkt hier wieder ein. Pilz. Einfach mal alles so ein bisschen durcheinander. Voller Vorfreude auf Dinge, die da kommen. So. So, packen wir das Futter mal hier rein. In unsere Naturschränke hier oben. So, jetzt gehen wir aber zuerst wieder zurück in diesen illustren Keller. Weil es da dann doch einiges an Zeug gab. Ich meine, das Miese ist ja jetzt, dass alle goldenen Kisten, die du dann bis dato nicht gefunden hast, sind ja so verpackt jetzt. So wie jetzt da an dieser kleinen Brücke hier, an der Steinbrücke. Da kämst du ja nicht mehr hin jetzt. Ja, da würdest du jetzt sagen, okay, ist weg. Ist nicht mehr da. So. Hier haben wir den Beacon, da geht's dahin. Ich weiß jetzt gar nicht, bei dieser Schwefel-Cave. Warte mal, wo war denn jetzt hier der... Müsste irgendwo der geschmolzene Eingang sein. Ist verwirrt. Hä? Ein Seewassersammler. Ach so, der sammelt Seewasser. Und wo bin ich denn gekommen? War das hier? Hier war das. Okay, es war so ein bisschen anders gelegen. Boah, Alter, Iridium, Osmium ist geil, ne? Schwefel. Ich nehme noch Schwefel mit. Weil Schwefel offensichtlich noch gebraucht wird. Einfach mal so eine Handvoll, damit wir was haben, was wir vorweisen können. Schwefel, Schwarzpulver natürlich. Ja, es ist eigentlich alles geil gerade hier. In der Kiste, sorry, aber ist so. So, dann kommen wir hier raus, dann können wir hier tanken. Für das neumoderne Zeug brauchen wir natürlich, jetzt gucken wir mal eben hier, der Seewassersammler. Was kann der denn? Sammeln wir für Wasser von Wasseroberflächen. Gut, wir haben zwei normale Wassersammler. Im Moment brauchen wir das nicht zwingend. Im Moment brauchen wir das nicht zwingend. Ah, ich hätte mir die Absturzstelle markieren sollen, ne? War natürlich jetzt ein bisschen dumm, Kreis, aber... War das da? War das da? Ich habe das Gefühl, die war hier so ein bisschen rechtslastig, oder? So, kann das sein? Ja, nee. Ja, wo ist sie denn? Da. Hier ist es. Das Absturz hier, Bell. Mal da ran. Bup. Nichts Wichtiges drin. Da kamen wir so dran an die Kiste. Klettern. Ja, Pflanzen habe ich jetzt erstmal genug. Hier liegt noch Eisen rum. Hier geht's noch weiter. Da geht's auch noch weiter runter. Hier ging's nochmal hoch. Mal weg, der Eisen. Boah. Okay, Schwefel, Uran ist gut. Die Kunststoffdinger sind gut. Bohnen brauche ich jetzt nicht zwingend. Alu nehme ich noch mit. Was ist das? Neue Mitteilung. Uran und dit. Okay, was ist das denn? Nehmersamen. Okay, haben wir. Eisen kann ich notfalls wegschmeißen. Hier geht es noch weiter runter.
Okay, das war's. Okay. Gesundheit, dankeschön. Oh. So, ah, jetzt geht mir das Wasser aus hier, oder was? Oh Mann, okay, naja, gehen wir nach Hause. Neue Mitteilung holen wir uns gleich. Wir gehen nach Hause und wir wollten nochmal in das andere Raumschiff. Wo sind meine Beacons da? Diese Höhle hier ist ein echter Jackpot. Richtig nice. Da hinten geht's zum Schwefelfeld. Ins Schwefelgebiet. Da siehst du, die Sammler habe ich bis jetzt auch noch nicht so intensiv gebraucht eigentlich, ne? Hydrationsniveau kritisch. Ja, ja. Hey, fliegen! Fliegen! Da ist am Ende des Tages echt die Frage, überspülen wir dann hier den gesamten Planeten? Aber eigentlich nicht. Ich glaube, hier müssten wir eigentlich relativ gut stehen, oder? Vielleicht gibt es dann irgendwann mal so Zwischenüberflutungen. So, jetzt gehen wir erstmal rein ins gute Heim. So. Haben wir das? Guck mal, Schwefel brauchen wir hier oben sowieso meistens, ne? Machen wir es mal mit da rein. So. Noch ein bisschen aufgefüllt hier, den Lumpen. Das ist alles voll. Das ist auch alles gut. Alles gut, alles nice. So. Haben wir das auch. Jetzt müssen wir eben gucken, ob hier gibt es ja zwischendurch mal auch was zu essen. Mit dem Weltraumnahrung. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier bauen können. Ah, der Algengenerator T2. Könnten wir eigentlich bauen, ne? Beziehungsweise, wie mache ich nochmal Dünger? Algen, Auberginen, Schwefel. Hier ist natürlich keine Aubergine jetzt drin. Drei Algen oder so, zwei Auberginen, ein Schwefel oder sowas. Ah, Moment, ich habe ja noch einen. Egal, mache ich noch einen zweiten. Brauchen wir gleich zwei. Wo sind denn meine ganzen Auberginen hin? Habe ich doch nicht alle schon gebraucht, oder? Aubergine haben. Hat das so viel Aubergine? Hab ich da oben schon. Ist alles schon aufgebraucht? Fehlt mir echt eine Aubergine oder was? Gibt's ja nicht. Ach, guck mal hier, Baumrinde. Baumrinde, kann ich die für so einen. Moment. Wo ist denn der Saatgutstreuer? Drei Wasser. Superlegierung, Magnesium, Dünger. 1, 2, 3. Dünger, Superlegierung habe ich unten ganz viel. 1, 2, 3. So, dann nehmen wir mal so einen Saatgutstreuer. Und stellen den mal hier in die Mitte. Magnesium brauche ich noch. Ja.
ich zufällig gerade eins hier stehen. Beziehungsweise ich stelle einfach mal hier hin. Wahrscheinlich. So. Radgut. Die Baumrinde geht nicht. Dann abreißen. Die Luzi. So, dann haben wir den auf jeden Fall schon mal wieder reingesackt hier. Fehlt mir echt jetzt Aubergine, ich glaub's nicht. So, es kann erstmal raus. Ja, es kann hier bleiben für Dings. Vielleicht brauche ich das später. Aber dann kann ich den Dünger mitnehmen, dann bauen wir schon mal einen davon. Ich brauche Dünger, so. Magnesium, zwei Superlegierungen. Zwei Superlegierungen Magnesium. Und zwei Biokunststoffklumpen. Dann nehmen wir die beiden hier und dann haben wir einen schönen Algengenerator. Können wir schon mal T2 Algen generieren, machen wir da hinten in unserem Algenbecken. Ach, früher, ey, da war die Nacht noch nicht so schwierig anzuschauen. Oh. Dann kann der hier ordentlich Algen generieren. Wie viel Biomasse produziert denn eigentlich so ein Algengenerator? Sauerstoff plus 350. Boah, der frisst 27 Energie, das ist schon heftig. Plus 17 Gramm. Plus 17 Gramm. Oh. Sekunde. Dann haben wir den auch schon mal gebaut. Ich weiß gar nicht, hatte ich nicht schon so einen gebaut? Ich weiß es nicht. Kann ja gar nicht sein, oder? Machen wir ganz viel Biokunststoff für... Bio-Kunststoff, ist das nicht voll paradox? Ich glaube, ich muss echt noch ein paar von diesen Futterzüchtern bauen hier. Alu, Eisen, Wasser. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Was brauchen wir? Alu, Eisen und Wasser, ne? Wie viel Wasser? Vier Wasser, eine Flasche. Nehmen wir schon mal eine. 1, 2, 3. So. Oh ne, da komme ich wieder nicht her. Stellen wir die drei noch dahin. Ja, machen wir so. So, offensichtlich brauche ich mehr Auberginen. Was geht hier ab mit der Aubergine? Wie weit ist sie? 77. Haben wir hier noch Samen drin? Ja. So, nehmen wir erstmal drei Auberginen noch. So, haben wir das auch. War für Dünger, ne? Ja, da brauche ich jede Menge Auberginen, komischerweise. So, Kinder, so geht das weiter. 56,9 haben wir jetzt. 11. Jetzt kommt langsam die Biomasse auch mal in Bewegung hier. Ja, Luftdruck ist halt immer noch so eine Sache. Ja, da bräuchten wir halt einen Haufen Bohrer noch. Aber der geht ja auch schon relativ gut hoch. Könnte natürlich noch so eine Luftdrucksrakete bauen, aber 181. Seen sind jetzt ausgeprägt. Moos kommt als nächstes. Moos kommt als nächstes. Ach du meine Güte. Kommen dann auch Pilze?
Ohne Moos ist nichts los, ne? Aber ich glaube, das ist auf was anderes bezogen. Was könnten wir denn jetzt noch bauen? Das sind Schilder, die brauchen wir nicht. Ein großes Wohnmodul. 3 Eisen, 3 Titan, 2 von den Dingern. Weiß halt nicht, eigentlich könnten wir, warte mal. Sammeln wir mal ein bisschen, wie viel Titan habe ich denn hier? Eisen und Titan, da ist noch ein Eisen. Titan ist so eine Sache, ne? So, ich würde da gerne hoch. Wie komme ich da nicht hoch? So. Hier sind dann die Heizungen, ne? Hier ist das. Machen wir es mal hier. Ich würde gerne was austesten. Warum kann das da nicht draufstehen? Nur da. So. Das mit einer Dings so. Frage ist, kann ich das so mittig da draufsetzen? Groß, dann brauche ich noch 2 Eisen und 2 Super-Duper-Legierungen. Eine zweite. So, jetzt muss ich mal schauen. Wie sieht das Große denn aus? Hätte ich das mittig da drauf sitzen können? Mist. Muss ich wahrscheinlich erstmal hier anfangen, eine Treppe zu bauen. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Eisen holen. Sonst kann ich da nicht bauen. Es ist immer gut, Platz in den Schränken zu schaffen. So, Wohnmodul. Ein großes Wohnmodul. So halbwegs, hä? So, und jetzt muss ich gucken. Jetzt müsste ich theoretisch hier Treppen bauen. Innentreppen. Was kosten die? Eisen und Kobalt. Eisen, Kobalt. Kobalt. So. Dann hier. Müsste ja rein technisch gesehen, müsste das hier irgendwo sein. Noch eine Innenleiter. Kann ich nicht verbinden, okay. Das ist natürlich echt nicht so geil. Oh, noch mehr Eisen und Kobalt. Kobalt und Eisen. Meine Hydration ist gering. Was habe ich eh hier oben? Plupp. So, habe ich jetzt hier übrigens noch meine Aubergine fertig, eventuell, ja. Auf jeden Fall direkt eine neue. So. Innenleiter.
Wieso kann Leiter nur so scheiße aufstellen? So. Wohnabteil Fenster. Eisen, Kobalt. Brauche ich ganz viel Eisen, ganz viel Kobalt. Brauche ich ganz viel Eisen, ganz viel Kobalt. Kobalt wird schwierig. Eisen, Eisen, Eisen. Kobalt, Eisen. Noch mehr Eisen, 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 Eisen. Ich weiß nicht, wie viel ich am Ende brauche, aber ich nehme einfach mal was mit erstmal. Oh, das war einer zu viel. So, dann schauen wir mal. In die Räume, da können wir ja immer noch einzeln was reinstellen. Ah, okay, verstehe. Ich gebe mir echt noch ein Kobalt. Fehlt mir echt noch ein Kobalt. Grauenhafte Station, aber. Dann haben wir das wenigstens fertig gebaut und dann können wir uns in der nächsten Episode um irgendwas Cooles kümmern. So, siehst du, sieht doch. Also wenn das nicht, das ist doch die Station des Jahrtausends. Immerhin wohne ich hier alleine und ich muss keinen. Ich bin der beste Architekt auf meinem Planeten. Tja. Das ist ja nix, ne? Mit Auszeichnungen. Klar, ob ich mir die selbst verliehen habe. Das geht niemandem was an. So, ne? Und dann richten wir uns hier oben mal so ein richtiges Wohnungsabteil ein. Achso, und jetzt wollte ich noch was gucken gehen. Können wir mal eben machen. Wird ja wahrscheinlich nicht so lange dauern. So, gehen wir mal raus hier. Der hält ja eh ein bisschen länger, oder? Ach, ich weiß noch, wie es am Anfang des Let's Plays hieß. Du musst ganz oben bauen. Weiter hoch. Du musst weiter hoch. Die säuft alles ab, ich weiß das. Ich habe das Spiel schon 6-mal durchgespielt. Ja. Geil. So. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich geh noch hier rum. Ja, das futtern wir direkt. Superlegierung Alu, nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Ist das der geheime Raum hier schon gewesen? Hinter den Monitoren? Baumsamen. Bauplan, Iridium. Leute, Dünger. Die Tusker-Dinger sind natürlich auch gut. Kürbis haben wir genug. Oh, boah, Dünger, Leute. Hier, guck mal, Bohnen haben wir nicht so viel in Raketentriebwerk. Ja, nehmen wir jetzt mal mit, weil gerade Platz ist. Aubergine habe ich genug. Ich glaube, das war er, ne? In der Kommandozentrale, der supergeheime. Der supergeheime Schwengel-Multiplikator-Dings. Eine abreißbare Wand. Die Dimensionen wurden durchbrochen. Also wenn das mal nichts ist. Hier ist nichts mehr.
Wo landen wir denn, wenn wir da hingehen? Ach so. Aha, aha. Hier war diese eine Iridiumhöhle. Es gibt immer noch ein paar andere. Iridium kannst du ja auch über Dings. Hier landen wir bei dem Pinky Pink. Da oben wird auch noch sicherlich die eine oder andere Superlegierung rumliegen. So, jetzt tanken wir das mal auf. Jetzt müssen wir nochmal das Ding hier kurz bauen. Wasserflaschen, 3 Stück, Magnesium. Komm, hier ist ein Magnesium. Wasserflaschen holen wir uns draußen vor Ort. Haben wir auch genug. Blub. 1, 2, 3. So. Jetzt machen wir nochmal den super Baumsamen-Test. Hier vielleicht machen wir unsere hier kleine Super-Oase hin. Was passiert, ob wir die da einsetzen können. Können wir auch nicht einsetzen. Okay. Hm. Wohl, warte mal. Ne, mein Blumenbeet hatte ich mir hier vorne ja angefangen. Hier, der alte Saatgutstreuer. Zack. Welche haben wir denn hier? Guck mal hier. Machen wir die. Oh, wie schön das hier schnell wächst. Wie schön das hier schnell wächst. Okay, forschen wir eben noch die beiden Dinger. Jetpack 3, sehr gut. Oh, er ist keine Blaupause mehr zu dem Schlüssel. Okay. Ja, Jetpack 3. Zweimal Osmium, zweimal Schwarzpulver. Osmium kriege ich zusammen zweimal, kein Problem, aber... Hm. Alge, Aubergine. Das kann auch hier oben hin essen. Dünger, Blume. Dünger. Was brauchen wir? Schwarzpulver. Zweimal. 4 Schwefel. Iridium. 2 Schwefel. Weil einmal Schwarzpulver haben wir schon. Okay. So. Was brauchten wir noch? Und ein Jetpack. Okay. Jetpack raus. Jetpack rein. Jetpack muss ganz super sein. So, schau mal. Ja, ne, so einen kleinen Schub kriegen wir schon. Kann man nichts sagen. So, haben wir hier oben unser kleines Wohnabteil. Das ist so hoch wie die Raketenstation. Hui. Okay, cool. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle. Wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Haben so ein klein bisschen Progress gemacht und ja, rein theoretisch könnte ich hier stehen bleiben, MTI sammeln. Da müsste ich aber immer raus und wieder rein wegen Essen und Trinken. Ja, ist auch Quatsch, ne? Also, wir zocken das zusammen bis zum bitteren Ende, ne? So sieht's aus, bis wir nichts mehr machen können. Und dann bauen wir noch die Sachen, die wir jetzt nicht unbedingt brauchten. Ja, ich kann dann Iridiumstäbe wieder kleiner machen mit dem Schredder. Hm, ja, weiß ich noch nicht, ob ich das brauche. Wenn wir es dann irgendwann mal brauchen, okay. Aber jetzt im Moment brauchen wir es nicht. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle. Immer recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Reingehauen. Und ciao mit Au.